Lange ist es still geworden um Aventuria, bis vor ein paar Tagen. Denn dort gab es auf Twitch einen Stream von Ulysses Spiele und der wäre uns auch komplett durch die Lappen gegangen, hätte uns unser Abonnent André nicht darauf hingewiesen. An der Stelle nochmal vielen Dank, André. Und falls der Stream auch an dir vorbeigegangen ist, bekommst du hier von mir nochmal eine Zusammenfassung, was denn dort so eigentlich alles abging. Und das Ganze habe ich hier unten auch in Kapitel untergliedert, sodass, wenn dich etwas besonders interessiert, dass du dann einfach zu diesem Kapitel direkt vorskippen kannst. Aber mal von Anfang an, Ulysses Spiele hat sich dazu entschieden, eine neue Version von Aventuria herauszubringen und sie haben das selbst Aventuria 2.0 genannt in dem Stream. Und warum sie sich dafür entschieden haben, dafür gab es verschiedene Gründe, ne? Also erstmal A, Aventuria gibt es ja seit 2016 und das hat sich seitdem deutlich weiterentwickelt. Ursprünglich war das mal ein PvP-Spiel. Dann hat sich das zu einem Koop-Spiel entwickelt, wo es halt einzelne Abenteuer gab. Und dann kam noch der Pfad der Legenden, der das Ganze zu einer Kampagne gemacht hat, wo dann eben auch die Charakterentwicklung drin war. Letzten Endes war es dann so, dass es eben sehr viele Module zu Aventuria gab. Und wenn du das komplette Aventuria-Feeling genießen wollen würdest, müsstest du dir eben auch all diese Module kaufen. Außerdem gab es dann dadurch verschiedene Regelfragen, weil es eben so viele Module gab. Und insgesamt war dann die Hürde für Neueinsteiger, um noch in Aventuria einzusteigen, sehr hoch. Der Markus, der hat dann Aventuria im Stream quasi selbst als Expertenspiel bezeichnet. Und so eine hohe Hürde für Aventuria wollten sie eigentlich nicht haben. Und daher haben sie sich dafür entschieden, eben ein neues Aventuria zu entwickeln. Und dafür wurden drei Produkte angekündigt. Einmal die Kelche der Macht, dann der Fluch der Wüste und drei Heldensets. Ich fange mal mit den Kelchen der Macht an. Das ist nämlich auch so das größte Produkt. Es ist, wie gesagt, ein eigenständiges Spiel und dabei handelt es sich um eine Kampagnenbox, wo eben eine große Kampagne mit 10 Abenteuern und 29 Akten drin ist. Das Kampagnenheft da besteht allein aus 120 Seiten und Markus hat gesagt, dass der Fokus halt wirklich auf die Charakterentwicklung und die Story gelegt worden ist bei der Box. Insgesamt soll diese Kampagnenbox 60 Stunden Spielzeit geben und soll für 1 bis 6 Spieler ausgerichtet sein. Dementsprechend bekommt ihr dann natürlich auch 6 Helden mitgeliefert. Man muss aber sagen, dass sowohl Abenteuer die Abenteuer aus der Box als auch die Helden nicht komplett neu sind. Ihr bekommt hier die klassischen Helden, also die gleichen Klassen, die man eben schon kannte, aber überarbeitet. Also ihr bekommt hier auch den Zwergenschmied, den Elfenkundschafter, den Pareingeweihten, den Torvaldischen Krieger, den halbelfischen Streuner und die Tolamidische Magierin. Und die kennen wir ja alle schon. Und auch wenn wir die Klassen schon kennen, die wurden wie gesagt nochmal überarbeitet. Und damit du weißt, was ich meine, habe ich dir nochmal ein Beispiel rausgesucht. Am Beispiel der Elfenkundschafterin. Oben siehst du die alte Elfenkundschafterin und siehst du jetzt die neue Elfenkundschafterin. Da haben sie dann natürlich ein neues Foto verwendet. Aber ansonsten, wenn du guckst, die Werte sind gleich und auch die Fähigkeit ist auch gleich. Was sich allerdings geändert hat, bei der neuen Version ist es so, dass du auf der einen Seite die männliche Version drauf hast und auf der Rückseite ist die weibliche Version. Das heißt, die sind jetzt doppelt bedruckt, männlich-weiblich. Vorher war es ja so, dass du die eine Seite hattest mit der Spezialfähigkeit, wo du sie noch einsetzen konntest. Und auf der anderen Seite, wie du hier siehst, die Spezialfähigkeit mit dem Text bereits genutzt. Das haben sie jetzt anders gemacht. Dazu gibt es dann noch eine doppelseitige Fertigkeitenkarte, wo du eben drauf siehst, welche Fertigkeiten du hast und welche Werte du diesen Fertigkeiten hast, plus eben die Karten, die du in dem Deck spielen kannst. Was da noch auffällt, was sie eben auch gesagt haben, ist, es gibt jetzt keine Beschränkung mehr, wie viele Aktionskarten du von der jeweiligen Sorte spielen kannst. Das haben sie geändert. Aber ansonsten siehst du ja, man muss hier schon von einem Recycling der Helden sprechen. Und ansonsten ist es bei den Helden so, dass du natürlich in der Kirche der Machtbox auch noch die Level 2 und die Level 3 Version mitgeliefert bekommst. Die Decks zu den einzelnen Helden haben sie aber ein bisschen verändert. Und zwar sollen die Aktionskarten jetzt mehr auf die einzelnen Charaktere zugeschnitten sein. Also zum Beispiel der Zwergenschmied, der kann jetzt Gegenstände reparieren und dann eben Karten wieder aus dem Ablagestapel zurückholen. Der elfische Kundschafter arbeitet jetzt mehr mit Heranpirschen, um dann eben nochmal extra Schaden zu machen, weil er es quasi jetzt heimlich macht. Der Pareingeweihte ist jetzt ein reiner Support-Charakter, das ging halt vorher nicht, weil ja eben Aventuria auch als Spieler gegen Spieler ausgelegt worden ist. Aber jetzt ist es wie gesagt ein reiner Supporter. Und dann haben sie die Decks so aufgebaut, dass die Karten wieder öfter nur einmal drin sind. Das wollten sie halt machen, um sich eben einerseits nochmal von den Trading Card Games abzuheben und andererseits aber auch nochmal die Bedeutsamkeit der Karte hervorzuheben. Und ansonsten wirst du in der Kelche der Macht auch einige recycelte Abenteuer wiederfinden. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass das Schiff der verlorenen Seelen und das Erbe von Wildenstein in überarbeiteter Version in der Box drin sind. Inwiefern die überarbeitet worden sind, das wurde nicht gesagt. Da müssen wir uns erstmal noch überraschen lassen.
Als zweites Produkt wurde ein Singleplayer-Produkt angekündigt, nämlich der Fluch der Wüste. Auch das ist eigenständig, also das kannst du komplett ohne die andere Kampagnenbox spielen. Dort bekommst du einen Held. Und auch hier wurde gesagt, dass das ein oder andere recycelte Abenteuer in überarbeiteter Version in dieser Box enthalten ist. Bei beiden Produkten wurde gesagt, dass darauf geachtet worden ist, dass die Regeln vereinfacht werden. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, die kritischen Effekte wurden aus dem Spiel entfernt, sprich wenn du eine 1 oder eine 20 würfelst, die sind nicht mehr drin. Es gibt keine roten Karten mehr. Die roten Karten haben ja letztendlich bedeutet, okay, du musst sie halt ablegen. Das haben sie rausgemacht, das haben sie dann dementsprechend einfach auf die Karte draufgeschrieben. Und es gibt keine Zwischenspiele mehr. Man hatte ja zwischen den Abenteuern immer Orte, wo man hingehen konnte und seine Abenteuerpunkte ausgeben konnte, um eben ja, neue Karten zu kaufen oder seinen Charakter zu verbessern. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das Leveln in Form von Abenteuerpunkten funktioniert jetzt anders. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, dass die Restriktion für den Deckbau raus ist, wie oft ein Held eine bestimmte Kartenart spielen kann. Und es gibt, wie gesagt, keinen Duellmodus mehr. Das neue Aventuria ist also ein reines kooperatives Spiel. Und was ich sehr gut finde, es soll spielend lernbar sein. Es ist bei den Kelchen der Macht ein Tutorial drin, wo du direkt losspielen kannst und so die Regeln von Aventuria lernen kannst. Allgemein soll, wie gesagt, das neue Aventuria wieder neue Leute in die Welt von Aventuria hineinziehen und allgemein die Einstiegshürde senken. Und als drittes Produkt wurden, wie gesagt, noch drei neue Heldenboxen angekündigt. Da ist dann jeweils ein Held drin und ein einzelnes Abenteuer. Es wurde als Sidequest bezeichnet. Das kannst du auch alleine spielen. Oder du packst es eben als Sidequest in eine der beiden Kampagnenboxen hinein. Und die drei Helden, die dazu angekündigt worden sind, sind einmal der Beschwörer der Elemente, dann ein Schelm und dann die Tochter des Manticores. Und die gucken wir uns nochmal ganz kurz einzeln an, denn zwei kennen wir schon. Der Beschwörer der Elemente, der wurde schon vor Monaten mal auf der Ulysses-Spieleseite vorgestellt. Ist wie gesagt jemand, der Elementare beschwört. Und auch den Schelm haben wir ja schon mal auf der Ulysses-Spieleseite gesehen. Und da wurde zu dem Schelm und dem Abenteuer, was dazu ist, gesagt, dass es eher witzig gehalten sein sollte. Die Tochter oder den Sohn des Manticores, den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Aber da wurde im Stream gesagt, dass es sich dabei um einen Gestaltenwandler handeln soll. Ansonsten wurde zu den Boxen gesagt, dass in den Boxen auch immer die Level 2 und die Level 3 Version des jeweiligen Helden mit drin ist und dass die Heldenkarten natürlich genauso wie vorher gezeigt auch doppelseitig bedruckt in männlich und weiblich sind. So, und dann würde ich mit euch nochmal ein paar Karten im Detail angucken wollen, und zwar die Aktionskarten. Und diese wurden zum Teil recycelt, aber wie gesagt eben auch überarbeitet. Und da habe ich euch hier auch ein paar Beispiele einfach mal rausgesucht. Allgemein wurde gesagt, dass Heilung abgeschwächt wird. Da wurde als Beispiel der Balsam gezeigt. Wenn du den alten Balsam noch kennst, der war ja so, du konntest halt x Ausdauer bezahlen, meinetwegen 6. Und dann hast du den doppelten Wert hochgeheilt an einem Helden. Nun ist es einfach so, der X-Wert plus 1, also das ist deutlich schlechter. Dann das Konventsgewand, das wurde auch abgeschwächt. Das war ja vorher so, immer wenn du einen Angriff bekommen hast, wo du Schaden genommen hast, durftest du eine Karte ziehen. Jetzt musst du das Konventsgewand quasi erschöpfen und dann kannst du einmalig in einem Zug die Karte ziehen. Das ist also auch deutlich schlechter. Und dann hatte ich ja schon gesagt, sie haben eben den roten Rand bei Karten entfernt. Also der Gefahrensinstinkt hat jetzt eben eine normale Farbe und dann steht eben dafür drauf, dass du die Karte ablegen musst. Aber wie gesagt, wir sehen eben hier auch einiges an Recycling. Und auch die Schergenkarten sehen minimal anders aus. Die haben jetzt hier ein Symbol für die Gefahrenpunkte, die sie quasi wert sind. Warum ich dir aber das Ganze zeige, es wurde im Stream gesagt, dass die alten und neuen Produkte miteinander kombinierbar sein sollen. Also du sollst als Beispiel mit den alten Helden auch die neuen Kampagnenboxen spielen können. Andersrum sollst du mit den neuen Helden genauso die alten Kampagnenboxen spielen können. Allerdings habe ich da so ein bisschen meine Bedenken, weil wir haben ja jetzt unterschiedliche Versionen von Aktionskarten, siehe den Balsam, und zum Teil unterscheiden sich dann auch die Kosten. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das regeln wollen, ob dann nur noch die neue Version der Karte zählt und die alte quasi überschreibt, wenn ich jetzt eben einen alten Helden mit meinem Deck spiele, oder wie sie das machen würden, weil ich würde natürlich immer die bessere Version spielen wollen, je nachdem, welche Karte halt eben besser ist. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie das regeln wollen. Ansonsten wurde natürlich noch ein bisschen was gesagt, wie es in den nächsten Monaten erstmal weitergehen soll. Das neue Aventuria soll nämlich als Crowdfunding finanziert werden, und zwar über die Seite gamefound.com. Das Ganze soll am 24. September losgehen und dann ein paar Wochen, also so 3 bis 4 Wochen laufen. Also markiert euch an dieser Stelle schon mal den 24. September als wichtigen Tag. Weiterhin soll es auf das Spiel Essen eine spielbare Demo geben, worauf ich mich sehr freue. Und ansonsten wurde auch schon angekündigt, dass es auf dem Ulysses-Spiele-Account auf Twitch Demos und Let's Plays zu sehen geben soll. Dementsprechend checkt auf jeden Fall den Twitch-Kanal von Ulysses Spiele. Ich packe dir den unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es endlich mit Aventuria weitergeht. Und sobald es da eben mehr gibt, wirst du natürlich auch weitere Inhalte bei uns auf dem Kanal sehen. Und falls du das nicht verpassen willst und dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Bis dahin, ciao und hau rein.